Ich bin Sarah Simons, arbeite hier am Thun-Institut für Seefischerei in Bremerhaven und leite die Arbeitsgruppe für ökonomische Analysen und modelliere auch. Das Thun-Institut für Seefischerei hat hauptsächlich die Aufgabe, die Politik zu beraten, aber auch zu forschen. Das eine geht nicht ohne das andere, für den Nutzen und den Schutz unserer lebenden Ressourcen. Ein sehr bedeutendes Forschungsprojekt oder Forschungsfeld hier am Thun-Institut ist die Nordseegarnele bzw. die deutsche Krabbenfischerei. Wirtschaftlich gesehen ist die Krabbenfischerei die wichtigste Sparte für die deutsche Fischerei. Und auch wenn man so an die Nordseeküste denkt, kommt zumindest bei mir sehr schnell dieses Postkartenmotiv, kleiner süßer Hafen, viele kleine Kutter. Also es ist wirklich Kulturgut, diese Fischerei. Und die droht gerade verloren zu gehen. Im Rahmen von einem Projekt, was vom Land Niedersachsen gefördert wird, bauen wir gerade mit einem Wirtschaftspartner zusammen eine Krabbenentschälmaschine und versuchen so, die Wertschöpfung wieder zurück an die norddeutsche Küste zu holen. Denn in den Medien kam sehr viel, dass eben ein Hauptteil unserer Krabben, die in Deutschland angelandet werden, über die Niederlande nach Marokko gehen und dann wieder nach Deutschland kommen. Und wir gucken halt mit Hilfe dieser Maschine, ob wir die Wertschöpfung, ob wir das alles wieder bei uns an die Küste holen können, sodass das wirklich ein regionales Produkt ist. Bremerhaven ist immer wieder ein Überraschungspaket, denn auch mit dem Wissenschaftscampus, der ja nun jetzt kommt, glaube ich, dass die wissenschaftliche Exzellenz noch mal gestärkt wird, dass wir zusammen mit Industriepartnern neue Ideen, neue Technologien entwickeln können. Und immer wieder aufs Neue werden hier neue Dinge geschaffen, die das Ganze, also die Arbeit hier als Wissenschaftlerin, wirklich noch mal stärken und verbessern.